Jetzt kommst du wieder hier auf meinem Kanal. Heute ist ja ein Nordic Boys das. Heute gibt es wieder die One vs. One Championship. Zweites von vier Viertelfinalspielen. Also nach dem Spiel schon die Hälfte. Ja, so schnell geht's bei so einem Viertelfinale. Ja, wir haben heute Lassina gegen Easy Gang. Gerade eben noch gesehen. Blake in 5. Jetzt also Lassina gegen Easy Gang. Der zweite von zwei Überraschungsspieler, sagen wir es mal so, im Viertelfinale mit Easy Gang. Hätten wir es so, glaube ich, auch nicht erwartet. Er spielt also jetzt gegen Lassinator heute um den Einzug ins Halbfinale. Da wird auch der Gegner ermittelt vom Sieger aus dem ersten Game zum Blade 5. Also der Sieger von diesem Game spielt gegen den Sieger aus dem ersten Spiel. Wer wissen, wie wer da gewonnen hat, entweder fragt dann auf Discord nach irgendjemanden, der es weiß, oder er schaut sich das Video eben an von diesem Spiel. Ja, Lassinator gegen Easy Gang. Neues Glück für beide. Neues Spiel, neues Glück. Lassinator hatte es relativ einfach, für Easy Gang war es ein langes, zähes Spiel. Und wir haben vielleicht heute auch ein langes, zähes Spiel mit einem BO3 Pro Map und einem insgesamten BO5. So wie im ersten Game, das könnte lang dauern am ersten Mal. Hatten wir eigentlich, ich will nicht sagen Glück, aber da ging es trotzdem relativ flott. Ja, da es relativ eindeutig war meistens. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann könnten wir ein langes, langes Spiel sehen. Wir sehen hier gleich mal die unterschiedlichen Picks. Cold und Rico werden hier ausgepackt. Es gibt noch zwei Optionen auf dieser Map. Das wäre einmal der gute Leon. Und einmal könnte man auch Brock spielen. Das wären also so die vier Brawler-Optionen auf dieser Map. So, jetzt geht das in einer aggressiv rein und Easy macht das jetzt viel, viel besser. Und macht schon mal das 1:0. Schön gemacht, auch lange zugewartet und Easy Gang geht hier in Führung. Das wäre eine große, große Überraschung, wenn Easy Gang hier ins Halbfinale einziehen würde. Was ist denn hier los? Easy Gang. Okay. Okay, meine Freunde, okay. Da sind wir dabei. Easy Gang geht hier gegen Lassinator. Für mich gehört er nach dem Ausscheid von X-Ray, KJ, Medi und Co. zu den Top 3 in der Championship, zusammen mit 5 und Donner. Er liegt hier eins nur gegen Easy Gang zurück. So, jetzt haben wir, oh, schau dir das an. Wir haben alle 4 Brawler nach 2 Runden gesehen. Wir sehen jetzt Lien gegen Brock. Die letzten 2 verbleibenden Brawler in diesem Brawler. Ich weiß gar nicht, was das Wort dafür gerade ist. Da kommt ein Wort, mir fällt es aber nicht ein. Brawler Topf kann man nicht sagen, es ist kein Topf, aber auf jeden Fall sehen wir alle vier Brawler, also schon in Einsatz und Lassinator hier. Ich dachte gerade, er geht den Risky Move. Hat aber nicht sich getraut. Hier könnte er nicht einmal machen. Er könnte es jetzt probieren. Ganz auf Risiko reich nach oben entlang laufen. Ich glaube, Iskin wird es nicht realisieren. Wenn er das machen würde. Ne, er geht wieder unten rum, aber diesmal war Easy Gang ein bisschen zu aggressiv. Diesmal war Easy Gang zu aggressiv unterwegs und Lassinator macht den Kill, hat kein Gadget mehr. Er braucht halt unbedingt irgendwie die Ult bei Lien. Interessant, dass er sich hier nicht für Rico entschieden hat, sondern auf Lien gegangen ist als nächsten Pick. Ich hätte, glaube ich, jetzt alles außer Lien genommen. Tot. Easy Gang mit dem Kill. Sieht bis jetzt sehr, sehr gut aus, was Easy Gang hier veranstaltet. Ja. Ah, wie ein komischer Move von Lassinator hier. Warum er da nach oben geht, ist so die Frage. Holt sich da den wirklichen Ult. Macht dann einfach einen Kill und das A den Ausgleich. Okay, vielleicht wollte er nur die Ult holen. Vielleicht wollte er nur die Ult holen. Macht auf jeden Fall jetzt mal den Ausgleich. Ja, knapp. Das ist wichtig, der jetzt die Ult zu haben. Oh, er geht direkt auf den Ball. Er geht direkt auf den Ball und will gar nicht dodgen. Er hat nämlich Heal. Er hat Heal genommen. Und somit ist es kein Problem, um das dort zu machen. Ausgleichen müssen. Spiele auf dieser ersten Map.
Klassinator mit dem Ausgleich. Und somit geben wir in die volle Distanz auf dieser ersten Map. Match 3. Okay, wir haben Rico und Ian. Heißt ganz einfach, kein Walkpick bei Lassinator und Isigen entschied sich nicht, den Cole zu nehmen. Und Isigen geht in Führung. Vielleicht der Lian Pick hier jetzt stärker im direkten Duell. Oh oh. Oh oh. 1-0, Isigen in BO5. Da war Lassinator ganz, ganz komisch unterwegs. Lässt hier zweimal Isigen durchspazieren. Isigen übernimmt hier die Führung und führt mit 1-0 im Best-of-5-Format. Gewinnt der erste Map mit 2-1 und steht ziemlich gut da. Und könnte auf Clean Shot jetzt auf 2-0 stellen. Wir haben auf Clean Shot das Werferduell mit Tick, Dynamax, Sprout und Bali. Drei davon sehen wir auf jeden Fall. Wir hatten gerade beim ersten Mal nur Sprout und Bali, glaube ich. Es waren, glaube ich, 2-0. Aber wir können wirklich alles sehen. Das wissen wir, wie wir gerade jetzt gesehen haben. Es könnte alles passieren. Und sie gehen ganz schön flott rein hier. Gefällt mir. Keine Pausen, ja, in diesem Spiel. Wieder das Sprout gegen Bali Duell. Das sind wohl mit Abstand die zwei stärksten Brawler in diesem Vierer-Bug von Brawlern. Die Frage ist, wer spielt den Bali besser, wer spielt den Sprout besser, wer hat da jetzt die besseren Karten? So gesehen hat jeder Brawler Vorteile. Die Frage ist halt auch, wie spürt man es aus? Und die Hits von Easy Gang. Jetzt nahmen sie auch alle Bali mit Heal. Keiner entschied sich damit, mehr Schaden Bali zu nehmen. Oh, das sind gute Hits. Die holt von Easy Gang. Die deckt durch den halben Bereich ab. Und Lassinator muss schauen, dass er da jetzt irgendwie wieder rauskommt. Und der geht nicht down noch, aber wird er den Kill machen können? Nein. Easy Gang geht mit 1-0 in Führung. Bis jetzt ein cleanes Spiel, aber ich will es nicht verschreien. Das ist noch zu früh hier, um für eine Überraschung zu sorgen. Wir wissen, es kann alles noch passieren. Wir haben noch so viele Matches vor uns. Wenn es gut läuft. Vielleicht war der Bali Big der Stärkere. Sieht derzeit ganz danach aus. Die Ult kommt wieder und Lassinator ist One-Shot. Und ich glaube, das war's. Ja. Easy Gang geht in 1-0 in Führung auf dieser Map. Wie stark hat er das gerade gespielt? Easy Gang geht hier in Führung und führt somit überraschenderweise auch hier mit 1-0. Lassinator gerade komplett neben der Spur. 2-3 Fehler eingeschlichen im Game von Lassinator. Kennt man normalerweise so von ihm nicht. Jetzt genau das umgekehrte Duell. Jetzt schauen wir mal, ob der Bali wirklich stärker ist als Sprout. Oh oh. Oh oh. Die Gang geht hier mit 1-0 in Führung auf dieser zweiten Map. Im zweiten Game auf dieser Map. Oh Gott, oh Gott. Predict Duel mit Bali ist nie was Gutes bis jetzt noch gewesen. Sucht hier komisch zu lodgen. Das ist nämlich ganz so gut. Jetzt ist er mal da, wo er eigentlich an Seite sein wollte. Und zwar vorne, vorm Dorf, vorm Gegner. Ach, dieser Schuss trifft wieder nicht. Muss Heal Gadget nehmen. Bekommt noch einen Hit ab. Will das jetzt vielleicht mit Dodgen probieren? Oh! Das ist so clean von Easy Gang gespielt. Wir lassen sie mal ein paar Sekunden spielen, ohne dass ich was sage.
Oh oh. Oh oh no. Das sieht gerade nach einer riesen Überraschung aus hier. Isigen konnte X-Ray schlagen in einem packenden Spiel letzte Woche. Wenn wir jetzt etwa auch noch Lassinata rausnehmen. Das wäre ein bisschen viel, glaube ich. Ja, dodgt halt auch nur. Jetzt. Nee, er läuft halt nicht mal rein. Er läuft halt nicht mal rein. Oh, der Schuss kommt noch. Oh, das war ein Schuss in letzter Sekunde hier bei Lassinator. Das war ein Schuss wirklich. Der war, kam da ganz spät. Und jetzt kann er vielleicht trotzdem durchlaufen. Jetzt vielleicht hat er ihn trotzdem noch erwischt. Jetzt hat Isigen ein bisschen ein Problem hier gegen Lassinator. Wichtiger Dodge hier. Wichtig, hier nochmal weggedodged. Nochmal weggedodged. Die Mauer geht auf, der Schuss frei, Isigen geht daneben, die Wand ist komplett offen. Und Lassinator dreht das Spiel doch noch. Oh. Er stand gerade auf der Kippe, Lassinator. Macht den Ausgleich, er steht 1:1. Wieder mal. Auch jetzt auf dieser zweiten Map. Wir gehen wieder über die volle Distanz. Auch auf der zweiten Map. Sehen jetzt ein Dick-Duell. Wir sind keine Dynamite. Keiner traut sich mehr rüber. Wir haben es so oft gesehen. Dynamite-Dick so oft in der Gruppenphase. Jetzt traut sich es keiner mehr. Jetzt geht es halt auch wirklich ums Eingemachte. Und Isigen kann jetzt einfach durchlaufen. Er kann einfach durchlaufen. 1:0 Isigen. Spielt das bis jetzt mit Dick besser als Lassinator. Macht das sehr viel stärker. Oh oh. Verlassen, Nador. Mein Dodge das Gadget auch noch weg. Oh Gott. Last Second. Rettung von Lassinator. Die hat er wirklich gerade gebraucht. Ult hat er auch. Ult hat aber auch Isigen. Somit ist es wieder ausgeglichen. Kein Gadget mehr bei Lassinator. Isigen hat noch ein einziges Gadget. Hier im Dick-Duell. Da kommt's. Das macht Lassinator ganz schön. Oh no. Oh oh. Oh oh. Und das, meine Freunde, ist das 2:0 für Isigen. Geht hier mit 2:0 in Best of 5 in Führung. Und Lassinator steht zum ersten Mal in dieser Championship. Ganz genau unter Druck. So, keine Nachricht bekommen. Wollte also gleich weitergehen hier in diesem Duell. Dritte Map gleich. Encyclement. Da haben wir Bo, Ruffs, Mr. B und was haben wir noch gehabt? Genau, Lou wäre auch noch eine Option. Oh mein Gott, Leute. Habe ich eine Nachricht? Ja, habe ich. Kurz von Lassinator eine Nachricht beantwortet, der mir da geschrieben hat. Aber alles gut, wir können ja weiterspielen. Wir sehen Bo bei Isigen. Okay, das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Dass wir Bo als ersten Brawler sehen, sehr interessant. Aber Lassinator spielt das besser. Kommt jetzt das Comeback von Lassinator. Er braucht das Comeback. Er macht auf jeden Fall mal die Führung, das Führungstor. Hatten wir doch auch noch nicht, dass Lassinator in Führung ging in einem Match hier. Ich muss mal kurz was trinken, Leute. Ich rede seit einer Stunde jetzt schon wirklich, glaube ich. Ja, fast eine Stunde durch. Lassinator gewinnt, glaube ich, oder? Jawohl. Lassinator gewinnt. Und geht in Führung hier auf der dritten Map. Kommt jetzt vielleicht das Comeback von Lassinator? Warum er mir zurückgeschrieben hat jetzt. In der Pause.
Waffs Mr. B. Okay, wir haben jetzt alle Brawler durch. Auch schon sehr früh. Aber Easy Gang zeigt da gleich mal, was er drauf hat. Und macht das frühe 1:0. Macht hier das frühe 1:0 und geht hier somit in Führung. Lassinator gegen Easy Gang. Dieses Duell hier. Ult für Easy Gang. Die natürlich unglaublich wichtig ist. Und er macht den Kill. Das könnte jetzt der Ausgleich sein. Wisst ihr, was das dann heißt, Leute? Wisst ihr, was das dann heißt? Wir haben... Oh, er dreht ab. Okay. Er dreht nochmal ab, aber Lassinator sieht, das wird nichts mehr. Wir haben ein Matchballspiel für Easy Gang, Leute. Wir haben ein Matchballspiel für Easy Gang. Er hat ein Matchballspiel. Ist denn das zu fassen? Unglaublich. Eins zu eins der Ausgleich. Lassinator steht gerade gehörig unter Druck. Der muss jetzt alles gewinnen hier. In dieser Championship. Auch sehr lange jetzt. Ich glaube, der ist ein bisschen jetzt auch unter Druck. Der schützt, glaube ich, auch gerade ein bisschen jetzt. Lassinator, was hat er denn weg? Er hat Lou gespielt, er hat Ruffs gespielt, er hat Mr. B und Bo noch zu Hause, ich glaube, er wird Mr. B nehmen. Wobei, Easy Gang könnte es dann, glaube ich, ein Lou werden. Und dann ist es vielleicht das letzte Match hier. Dann hätten wir auch hier ein 3:0, aber es war ein knapperes 3:0. Es ging bis jetzt immer in die Entscheidungsrunde. Und das zeigt hier, dass die Spiele auf jeden Fall heute zumindest auf einem Niveau waren. Über weite Teile dieses Events. Wir gehen jetzt vielleicht in die allerletzte Runde rein. Matchballspiel für Easy Gang. Ich hab's richtig bedüchtet. Wir sehen einen Mr. B und einen Lou. Was steht da mit einer guten Position gerade da? Mal schauen, dass er da jetzt irgendwie Easy Gang killt. Oder die Ult zumindest sich holt. Die Ult wäre auch extrem wichtig in diesem Matchup. Gute Hits hier von beiden bis jetzt. Lassen wir trifft immer wieder einen Hit. Sieht schon besser aus als noch vorhin. Scheint ein bisschen wieder in die richtige Richtung gefunden zu haben. Ein bisschen aufgewacht zu sein, nachdem er so schnell hinten lag. Er hat die Ult. Und macht den Kill. Ich glaube, der Weg ist zu lang jetzt für Lassinator. Ich glaube, der Weg ist ein bisschen sehr zu lang. Jawohl. Und somit heißt es jetzt vielleicht eine Minute warten. Nee. Oh no, jetzt wird er um die Ding laufen. Nee, doch nicht. Er geht rein. 1:0 Lassinator in diesem Match. Er könnte vielleicht den ersten Matchball abwehren. Wehrt er jetzt den ersten Matchball ab? Was ist denn das schon wieder? Oh, der will jetzt nicht ernsthaft. Oh Gott, ich weiß schon, was er machen will. Ja, genau das will er machen. Easy Gang kann ja nicht reinkommen ohne Ult. Der kann nichts machen. Und Lassinator campt hinten bei seinem eigenen Tor einfach ab. Ja. Ja, Easy Gang wollte dann mal kurz sagen, geh vorbei und geh dann noch einen Schritt. Eis, Lassinator enttäuscht. Wollte hier nur eine gute Finte praktisch rauskitzeln aus Lassinator, aber das hat er nicht zugelassen.
Das heißt, Lasinata wird diese Runde für sich entscheiden können. Macht es jetzt auch safe. Genau, läuft jetzt nach oben. Das war doch ein guter Move jetzt von Lasinata im Nachhinein. Gesehen, hat er gut gemacht. Und das heißt, er wehrt den ersten Matchball ab. Und das heißt, wir sehen Map 4. Wir sehen Map 4. Dribble Dribble. Dribble Dribble mit Stu, Search, Karl oder Ems. Stu, Search, Karl, Ems, das sind alles gute Baller gerade. Da bin ich auch sehr gespannt darauf, was die Spieler so sich für entscheiden werden. Da kann man auch wirklich alle spielen, glaube ich. Das ist so. Ja, da kommt es auf den Big Flat drauf an. Search kann einiges machen gegen der Ems, wenn er es gut anlegt. Eine Ems kann meistens auch gut was gegen Stu machen, solange Ems sich gut anstellt. Also da sind schon einige Sachen dabei. Das macht das Ganze schon spannend hier auf dieser Map. Wir sind jetzt seit 20 Minuten im Game. Und wir sehen einen Karl gegen eine Ems. Okay, oh Gott. Clean. Clean, clean, clean. Easy Gang geht mit 1-0 in Führung. Da kommt jetzt der andere Move. Ich kann nicht drüber. Nein, ich kann nicht, nicht. Der geht rein. Oh, der geht rein. Lass mal, mach das durch. Ich hab's nicht gesehen. Schade. Sorry, Jungs. Sorry, sorry, sorry. Ich hab's nicht gesehen. Ich konnte gerade nicht die Maus bewegen. Hilfe. Egal. 1-1. Ausgeglichen wieder. Oh. Oh no, das war kein guter Move. Lasinata gewinnt den 1. Lasinata führt auf M4. Ist das das große Comeback jetzt hier von Lasinata? Es wäre so wieder so eine Story dieser Championship. Immer diese Comebacks, wo wirklich schon die Matchballspiele abwehrst praktisch und dann noch zurückkommst. Das sind so die geilsten Spiele wirklich, die man haben kann, glaube ich. Das sehen wir jetzt auch vielleicht hier wieder. Sieht sehr danach aus, dass das gleiche wieder passiert. Wir gehen rein ins Game. So, sehen wir jetzt bei Lasinata und Ems bei Easy Gang. Eine Search pickt es jetzt noch. Das ist einfach gut. Wir kommen jetzt mal Hits ab. Doch keine Ult. Das macht Easy Gang gut, aber Lasinata kann hier den Kill noch rausholen. Macht er das 1-0? Nee, noch nicht. Kann er nicht durch da. Vielleicht durchdashen. Mit einem Stu geht das ja. Relativ gut. Oh, das ist die Frage. Dann wartet er einfach ab. Jetzt dasht er rein. Das geht sich aber nicht aus. Das geht sich nicht aus. Knapper Schuss vorbei hier am linken Eck. Stark von Lasinata. Sehr stark gemacht hier mit Stu. Ems könntest du auch irgendwie kontern, aber gerade ist es im Haus, könntest Ems es nicht machen. Lasinata spielt einen cleanen Stu bis jetzt. Lasinata könnte jetzt die Map holen. Gehen wir auf die Entscheidungsmap auf Map 5. Sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus für Lasinata. Jetzt nach vorne dashen, er macht den Dash und das bedeutet, wir gehen auf die Entscheidungsmap. Wir könnten noch 3 Runden insgesamt sehen, auf jeden Fall noch 2, Leute. Auf jeden Fall noch 2 Runden. Wir gehen zu Map 5. Zu Center Stage. Sind dort Byron, Nani, Viper oder Bee, Leute, Bee. Ob die so ankommt gegen Viper, Byron und Co. Das Ding ist halt das, die Map ist halt nicht ausgelegt für diese Brawler praktisch. Da könnte schon mal vorkommen, dass man den Bee auch spielt. So ist es nicht, also
Da könnten auch wieder die Bigs entscheidend sein, so wie gerade eben auch bei der Sinatra. Auf jeden Fall könnte es hier interessante Comps geben, interessante Roller-Auswahlen. Wie gegen Nani. Das erste Duell, kein Byron, keine Byron. Oh, da lässt Isigen offen. Geht das aus? Geht sich das aus für Lassinato? Geht sich das aus? Es geht sich aus für Lassinato. Er führt mit 1:0. Und führt somit zum ersten Mal in dieser Viertelfinalpartie. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Eieiei. Das war schon wieder so eine Nani-Ult. Wie oft denn eigentlich noch? Diese verdammten Nani-Ults. Auch der dritte Fail mit einer Nani-Ult mittlerweile schon. Stark. Stark von Easy Gang. Stark von Easy Gang, er kommt hier zurück. Ausgleich. Ausgleich im ersten Match dieser fünften Map. Wir sind sicher schon seit 30 Minuten jetzt hier dabei. Das Duell geht halt auch fast über die volle Distanz. Wir haben bis jetzt dreimal das volle B3 gesehen, einmal nur das 2:0. Das geht halt schon über eine fast volle Distanz. Da ist klar, dass es lang dauert. Oh, die Ult verlassen hat er auch gerade nicht gut. Oh, die Easy Gang mit dem Kill. Der Weg ist sehr lang. Der Weg ist, glaube ich, zu lang jetzt hier für Easy Gang. Ich glaube, das werden 20 Sekunden lange Campen werden. 20 Sekunden lang mit Easy Gang Camp. Dann wird Lassinato sein Gadget machen und versuchen den Kill zu machen. Und Easy Gang mit links oder rechts versuchen reinzuschießen. Er hat jetzt 10 Sekunden Zeit zu überlegen. Links oder rechts? Links oder rechts? Da geht er doch noch rein. Vielleicht Lassinato auch noch zu bewegen, ihn auf seine Seite zu gehen, damit es einfacher für Easy Gang ist. Jetzt kommt der Schuss. Der geht rein. Und der geht rein. Und das bedeutet, wir haben das zweite Matchbeispiel für Easy Gang. Easy Gang bekommt das zweite Matchbeispiel und könnte jetzt mit diesem Spiel Lassinato raushauen aus dieser Championship. Wir gehen rein, sie gehen sehr schnell rein jetzt in diese letzte Runde. Vielleicht letzte Runde natürlich. Es kann so sein, dass es jetzt die vorletzte ist. Byron Duell. Byron Duell. Wer hat zuerst getötet? Beide down. Ja, okay, es war eigentlich auch egal. Beide gehen down. Der Ball wurde nicht mal noch berührt. Beide sind down. Ich glaube, beide wollen keine Viper spielen. Beide werden auf Nani und Bee switchen im dritten Game. Sollte zum dritten Game kommen. Dass sie jetzt beide Byron genommen haben. Sieht man schön. Beide machen fast das gleiche. Move jetzt genau zur anderen Seite rüber. Stellen sich damit in den Lauf wieder zurück. Seht ihr das? Beide circa mit dem gleichen Movement unterwegs. Gehen. Schau mal. Schaut euch das an. Okay, ich schaue wieder. Wieder geht er zurück und wieder zurück. Jetzt. Nee, schaut euch das an. Ey, was macht ihr denn da? Hallo? Ja, also so werde ich nie beginnen. Jetzt da. Also wieder gleich enden. Nee, nehmt das nicht. Easy Gang regiert geistesgegenwärtig. Und jetzt, meine Damen und Herren, errichte ich mich nochmal. Meister Co. ist nicht mehr so, wie es sollte sein. Easy Gang führt mit 1:0 und hat jetzt alles in eigener Hand. Lassinato muss jetzt alles gewinnen. Er geht down, aber hat da jetzt genug Zeit, Lassinato? Der Weg ist sehr, sehr lange warten, bis Easy Gang spawnt. Wo spawnt jetzt Easy Gang? Hier kommt er. Fuß.
Gadget von Lassinator. Gadget, das geht sich aus. Das geht sich aus. 1:1. Das nächste Tor könnte das letzte sein. Ich kann nichts sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Oh oh. Das ist ein Move. Keiner traut sich in die Mitte. Ist auch klar. Overtime. Overtime wird's entscheiden, Leute. Die Overtime wird's wohl entscheiden müssen hier. Easygang müsste laut der Rechnungen nie erholt sein. Jetzt decided hier eindeutig, wer der bessere Byron ist. Wer die besseren Hits rausdrückt. Bis jetzt sieht's gut aus für Lassinator. Drückt hier gute Hits raus. Wir können über die volle Distanz gehen, Leute. Die Hits hier. Von Lassinator. Bekommt den Hit ab. Kein Gadget dabei, nicht. Gadget bei Easy Gang. Lassinator lässt lieber sein. Hat sogar die Ult schon vor Easy Gang. Beide mit einem Hit. Beide mit einem. Zwei Hits. Bei Lassinator zwei Hits. Gadget. Letztes Gadget bei Easy Gang. Letztes Gadget bei Easy Gang raus. Hit bei Easy Gang. Letztes Gadget bei Easy. Lass sie raus. Letztes Gadget bei. Lass sie raus. Lass sie bekommen viele Hits. Und ist weg. Und ist raus. Easy Gang schlägt nach X-Ray auch Lassinator und steht im Halbfinale. Unglaublich. Er steht im Halbfinale der One vs. One Championship. Glückwunsch. Glückwunsch an Easy Gang. Und somit ist der nächste Wildcard-Spieler raus. Und wir haben nur noch zwei Wildcard-Spieler im Turnier. Unglaublich. Unglaublich. Lassinator ist raus. Easy Gang steht im Halbfinale. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen zu den letzten zwei Viertelfinalspielen wieder. Ciao.